So, Gude, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Ja, und was sagst du dazu? Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, das ist der Flughafen auf jeden Fall. Ist noch dunkel. Aber ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Die anderen sind alle gerade weg. Justin ist rauchen. Da stehen die ganzen Taschen. Und ja. So, dann sind wir am Flughafen angekommen, an der Landebahn. Und jetzt fliegen wir hier gleich los. Was sagst du dazu? Ja, ich habe gerade schon ein bisschen nervös, aber momentan geht es eigentlich noch. Ich bin mal gespannt, wie es im Flugzeug ist. Ja. Ich bin am Schirm, also wenn was ist, dann habe ich direkt eine Zugsperson dabei. Genau. Also auf jeden Fall, gleich seht ihr ja, ob wir es geschafft haben oder nicht. Ich hoffe, gleich kommt noch ein weiteres Video. Das Flugzeug passt direkt hier zum Hoffel. Ja. Magier fehlt auch mit. Junge. Die anderen Idioten, die sind noch irgendwo oben, aber ja, egal. So, wir sind jetzt in Danzig angekommen. Hier gerade mal auf dem Klo vom Flughafen. Das ist auf jeden Fall schon richtig krass hier, wie das hier aussieht. Junge, Junge. Naja. So, hier ist auf jeden Fall der Flughafen in Danzig. Sieht schon eigentlich ganz krass aus. Hallo, im Ausland, in Sagst du Polen. zu deinem ersten Flug? Mir fehlt schon das Portemonnaie und das Handy. Ja. Ich habe schon Also sagt ich ihr nur hab alles erlebt verloren. noch. Flug war eigentlich echt gechillt. Also Ja. die Landung und der Aufstieg war eigentlich so das Beste, muss ich sagen. Das finde ich auch. Da freue ich mich eigentlich auch jetzt schon wieder auf die Heimreise, weil ich eigentlich auch so Karussells und so mag, wo das so richtig So. abgeht. Also wie Breakdance. Ja, nur besser und ein Ja, bisschen ist so. teurer. Kann man ein bisschen flexen, aber liegt auf jeden Fall Schnee, denn das erste Mal, dass es richtig Schnee wird dieses Jahr. Ja, das stimmt. Da stehen sie! Aber wir sind falsch. Wir laufen erstmal die ganze Zeit und wieder rein. Ja. Das sind die ersten Eindrücke hier. Ja. Ich kann reden, was ich will, weil mich keiner versteht, aber schön hier. Es ist kalt. Aber wir haben keine minus 18 Grad. So, wir sind jetzt hier in Danzig auf uns allein gestellt, endgültig. Und ja, so sieht das hier auf jeden Fall aus. Das ist so ein Kran. Das Wasser ist eingefroren. Hier liegt einfach Schnee. Das ist einfach so ein Piratenschiff. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gechillt aus. Jetzt müssen wir eigentlich uns was zu essen suchen, oder? Auf jeden Fall. Wir haben noch nicht mal 12. Wie, wir haben nicht mal 12? Ich habe 12 Uhr, meine ja. Freunde. Ist das schlimm? Ist das ein Problem? Ja, um 2. Egal, wir haben Hunger. Ich habe nicht gefrühstückt. Ich auch nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall was essen. Ja. Und ein Bier trinken. So, also wir sind jetzt hier auf jeden Fall in der Innenstadt. In der Altstadt, meine ich. Und suchen so eine Wechselstube, so ein Kantor. Ja, sind wir gerade noch auf der Suche auf jeden Fall. Weil wir auf jeden Fall Geld wechseln müssen. Aber es ist sehr kalt hier. Ich glaube, wie viel Grad haben wir? Minus 12. Minus zu viel. Ja, eigentlich haben wir glaube ich minus 5 oder so, aber das ist trotzdem schon saukalt. Aber eben bei Elisa auch minus 12. Echt? Ja, echt. Okay, ja. Und dann müssen wir auf jeden Fall was essen gehen, weil wir Hunger haben und heute noch nichts gegessen haben. Ich bin reich. Jetzt haben wir alle Geld und wollen jetzt hier essen gehen. So einen guten Burger. So, wir sind jetzt in unserem Burger-Restaurant angekommen. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Da haben wir auch meine Cheesy Potato Balls. Ja, okay, aber. Ja, hier haben wir auch schon so ein Bier. Das schmeckt auf jeden Fall voll gut. Der hat hier noch einen Lounge Plan, der ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, der hat da einfach Salat weggelassen und Zwiebeln sogar. Einfach nur behindert. Ja, das sieht schon saftig aus. Hier so eine Aussicht. Das ist auch ganz nice eigentlich. Hi, Jim. Jim? Alter! Lost place!
Ja. Alter, da ist einfach ein Lost Place. Ich habe unseren Cousin, der Dennis, der ist ja Polizist, und ich habe gesagt, jetzt meine Anklage wurde ja auch fallen gelassen. Fahr wie Tim seine auch, also wir sind wieder auf freiem Fuß. Männer. By the way, sehr schöner S3. Muss man sagen. So ein Galaxy S3. Und könnte der Dennis jetzt schon rausboxen. Ja, ich glaube auch. Da oben, da sehe ich mich jetzt drin, gleich schon in der Wohnung. Das Essen war übrigens sehr lecker. Und jetzt ist es wieder kalt und wir sind auf der Suche nach der Wohnung. Ja, das ist schon wieder ein Lost Place. Wir sind überall Lost Places. Und ich habe noch einen Tipp für Schneelandschaften. Wenn ihr gelben See schneet. See schneet? Wenn ihr gelben Schnee seht, der sieht zwar gut aus, aber den sollte man glaube ich nicht essen. Okay, dann mache ich das. So, wir haben jetzt auf jeden Fall unser Apartment gefunden. Das ist hier los. Jetzt mal gucken, ob es wirklich funktioniert. Alter, ihr seid live vorbei. Und die Schuhe hier ausziehen? Oh, ja, warte, ich ziehe auch aus. Alter, ihr seid live dabei. Ja. Das ist ein guter erster Eindruck, würde ich mal sagen. Würde ich mal so ganz grob behaupten. Ja, es ist schon ganz schick eigentlich. Boah, meine Schuhe sind mal eingefroren. Ja, krass, ne? Ja. Mal gucken, was hier so ist. Ja, hier ist das eine Schlafzimmer. Hier haben wir einfach auch einen Balkon. Junge. Bett. Gute. Das ist ja von der Linken. Genau. Also wir müssen Handtücher kaufen, Leute. Oh, das wäre die. Hier sind noch Handtücher. Das habe ich vergessen. Hier sind noch Handtücher. Ah, ja. Liegen auf dem Betten. Ja. Krass. Das wird jetzt unser Zuhause sein. Für die nächsten 4 Nächte. Bad ist auch nice. Was hier? Ja, korrekt. So Leute, also wir waren gerade bei unserem Wocheneinkauf und haben ein paar Sachen eingekauft, so wie hier diese 5 Minuten Tarifen. Und dieses Bier. Und das Bier ist wirklich das ekelhafteste, was ich jemals getrunken habe. Ja, was ist mit diesem komischen... Du trinkst gerade 2 Stück davon sogar. Ja. Und dann ist das. Warte, film mal, wie ich das hier gerade trinke. Dann machst du den Schinkenbier. Das hier ist ekelhaft, das ist viel ekelhaft. Das Schinkenbier war eigentlich schon nice. Boah, als ob du geäxt hast. Nicht kotzen. Mir immer denkt, der muss übertreiben fürs Video, dabei juckt eh keinen. Fick dich mal, das ist echt. Geht's dir gut? Ich meine mit übertreiben, dass du es äxen musst. Justin, wie findest du das Bier? Es ist nicht das Beste, aber es ist auf jeden Fall trinkbarer als das von Berlin. Nee, das von eben war viel besser. Nee. Dem Restaurant. Erstmal nachtrinken. Erstmal ein Glas nachtrinken. Also Leute, das hier auf jeden Fall nicht kaufen. Nee. Was sind denn Vlogs? Die sind cool. Ja, das hoffe ich mal. Ich will kein schlechtes Wort über meine Vlogs hören. Sieht das genauso an, der hier genauso. Gute TV hat noch nicht schlechte Videos gemacht. Ja. Hat zwar nur 2 Videos gemacht. Ich sag nur Lukas mal Vlog Teil 1, 2 und 3. Ja, ist so. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf der Suche nach einer Bar. Und deswegen... Ich nicht, das geht ab. Alter, hiermit fahren wir gleich nach Hause. Leuchtet so schön alles.
Ja, jetzt genügend. Gdańskie Autobusse i Tramwaj. Ja, keine Ahnung, irgendwas Danziger Autos. Bus. Ja. Passt. Jetzt geht der auch noch dahin. Oh, hier ist Materialwäsche, wenn es rutscht. Ja, das wäre ja. Dann geh ich halt auch mal rein. Jetzt. Ja, ein bisschen wärmer wäre schön. So, wir sind weiter nach Danzig eingedrungen. Immer tiefer rein. Und wir suchen immer noch eine Bar. Ey, warum bleibt ihr stehen? Hallo? Wollen sich verstecken vor dem Wheelock. Kommt. Alter, da hinten geht's jetzt ab. Da hinten geht's jetzt richtig ab. Ey, das ist wegen dem Böllern von eben, gell? Bestimmt, hört man. Lass doch schon hinlaufen. Das ist übrigens eine sehr große Kirche. Wir suchen noch eine Bar, wie schon 10-mal gesagt. Hinlaufen oder? Nee, wir laufen jetzt nicht rein. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich in irgendeiner Bar. Es geht noch mehr ab. Da ist ein Feuerwehrwagen. Jan! Du hast uns gefolgt! Jan! Bin ich falsch gefahren? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der ist falsch gefahren. Einfach nur krank, Leute. Einfach nur krank. So, wir haben jetzt eine Shopbar gefunden. Jetzt hat jeder seinen Shop. Und den trinken wir jetzt mal. Dann davon. Zum Wohl. Weiß nicht. Naja, das sind alle Shots. Die werden alle verspeist werden. Und dann da rein. Was? So, jetzt sind wir gerade auf dem Heimweg. So, weil, ja, wir sind alle ein bisschen müde, würde ich mal sagen. Und ein bisschen ist gut. Ich habe heute nur anderthalb Stunden geschlafen. Ja. Ich bin eigentlich extrem durch. Der Tag war eigentlich echt gechillt, muss man sagen. Ja. Haben viel gemacht. Sind aber trotzdem, würde ich sagen, müde. Der größte Abfuck ist eigentlich die Kälte, weil es kommst aus dem Warm raus und es ist halt irgendwie direkt kalt. Es ist einfach zu kalt. Ja, aber es ist richtig kalt. Wir müssen uns jetzt morgen oder so noch eine Mütze kaufen, damit es auf jeden Fall um den Kopf dann immer ein bisschen wärmer ist. Ja, und du auf jeden Fall. Ein Schal kenne ich nicht, kriege ich nicht. Traurig. Ja, war auf jeden Fall ein guter Tag. Die fallen da gleich hin und fliegen auf die Schnauze. Oder ich, weil ich hier rückwärts gehe. Aber egal.